Ciao ragazzi, heute machen wir einen Ausflug von Udine aus nach Triest. Aber bevor es nach Triest geht, machen wir einen kleinen Zwischenstopp in dem Schloss Miramare. Das ist ein ganz berühmtes Schloss, was hier eine super Sehenswürdigkeit ist. Und schaut mal, wie hier schon der Garten ausschaut. Also wunderbar. Tatsächlich glaube ich, dass der Garten hier die Hauptsehenswürdigkeit ist und das Schloss gar nicht mal so. Also viele Leute kommen hier wirklich zum Spazierengehen und gehen gar nicht in das Schloss rein. Ich werde deshalb auch erstmal hier rumlaufen und dann später gehe ich in das Schloss rein. Gar nicht so einfach hierher zu kommen. Die Straße ist schon ein bisschen abenteuerlich, nur einspurig und da fahren Busse vorbei, Autos und so weiter. Also da müsst ihr ein bisschen Geduld wirklich mitbringen, damit ihr da zum Parkplatz findet. Aber wir haben es geschafft und wir haben einen Parkplatz gefunden, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Wir werden jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Ich zeige euch erstmal den Garten hier vom Schloss Miramare und dann werden wir später reingehen in Schloss Miramare. Ich hatte nur gelesen, dass der Herzog und seine Frau in diesem Haus hier gewohnt haben, bevor das Schloss gebaut wurde. Und tatsächlich gehörte damals Triest zu Österreich. Also das ist ja auch so ein Schmelztiegel der Kulturen. Gehörte zu Österreich, Italien, Slowenien hat es auch beansprucht. Also da kann man, glaube ich, ziemlich viel über die Geschichte erzählen. Ich werde aber zur Geschichte von Triest nicht mehr erzählen, weil ich glaube, da hat jeder irgendwie eine andere Meinung. Und es ist ja oft so, wenn Gebiete von anderen beansprucht werden, dass es da sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich habe jetzt genug vom Park gesehen. Es ist Zeit, ins Schloss zu gehen. Und da ist es. Es ist gar nicht so groß, ja. Also schaut schon klein aus, als man denkt. Wir waren jetzt im Schloss Miramare, aber so spektakulär war es dann auch nicht. Es sah ziemlich interessant aus, weil es ein bisschen anders war als die Schlösser, die ich kannte. Es war drin ziemlich viel Holz. Es war schon luxuriös, aber ich muss sagen, der Garten hat mich schon viel mehr beeindruckt. Günstig war das Ticket mit 12 Euro auch nicht. Aber wenn man schon dort ist, dann geht man natürlich auch ins Schloss rein. Es ist zwar ein netter Zwischenstopp, aber er nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch, bis man einen Parkplatz findet, bis man sich alles anschaut. Wir sind jetzt bei unserem Hauptziel angekommen, Triest. Und wenn ihr hier parken wollt, dann kommt am besten zu diesem Parkplatz hier. Molo 4, das ist, glaube ich, der größte Parkplatz hier oder zumindest einer der größten und die Preise sind auch okay. Und es ist direkt im Zentrum, viele Italiener auch hier, deswegen vertraue ich auf den Parkplatz. Und hier in Triest sind auf einmal die Slowenen die Mehrzahl. Es ist ja nur ein Katzensprung hier nach Slowenien. Das hier müsste der Canal Grande sein. Und schaut mal, wie die Playboys hier gleich ihren Körper zeigen und irgendwie so eine Art Wasserball spielen. Ich glaube, das dient eher nur dazu, sich zu präsentieren und ist keine wirkliche Sportart. Und was auch ganz lustig ist, es gibt hier irgendwie hier so einen Golfplatz oder halt so einen kleinen Stand, wo man Golfbälle auf die andere Seite schießen kann. Ja. Ich glaube, ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt hier rumlaufe, weil wenn er zu weit schießt, oder sagt man da schießen, wenn er den Ball zu fest trifft, wow, krass. Er hat fast von der einen Grünfläche auf die anderen getroffen, also Respekt, das hat er echt gut gemacht. Aber erster Eindruck hier von, ich wollte schon Udine sagen, erster Eindruck hier von Triest, also schon mega nice, dieser Canal Grande. Schaut schon echt cool aus. Triest macht auf mich auch einen Eindruck, als wäre es eine Großstadt, obwohl es eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur 200.000 Einwohner hat. Und Udine hat ja nur 100.000. Hier fühlt sich schon viel turbulent an jetzt in Udine. Und auch die Architektur ist halt schon mega nice. Ist auch ein bisschen anders, ist ein bisschen so pompöser als in Udine.
auch größere Straßen, aber wir werden jetzt mal Richtung Altstadt gehen und dann mal sehen, wie es dort ausschaut. Dafür, dass die Stadt nur 200.000 Einwohner hat, macht sie eigentlich einen viel größeren Eindruck. Also wenn ich es nicht wüsste, hätte ich gedacht, dass es locker eine Millionenstadt ist, weil so viel los ist. Und das Interessante ist, man hört hier eigentlich drei Sprachen. Man hört natürlich Italienisch, dann natürlich Deutsch, Österreichisch und Serbo-Kroatisch, Slowenisch. Also die drei Sprachen höre ich eigentlich fast nur hier und ziemlich gleich verteilt, muss ich auch ehrlich sagen. Also wirklich viele Touristen und ich glaube, dass es hier auch ein Shoppingparadies sind. Es sind überall Läden, man kann hier wirklich shoppen ohne Ende, man kann einkaufen, so viel man möchte. Das wusste ich eigentlich schon vorher, dass es eine Stadt der Mode ist. Und die Stadt sieht für mich nicht so typisch italienisch aus, wie ich es mir jedenfalls vorstellen würde, sondern so ein bisschen habsburgerisch irgendwie. Also ich kann es auch nicht beschreiben, vielleicht lag es daran, weil ich einfach in Udine war und dass die Altstadt von Udine komplett anders ausschaut wie Triest. Und ich weiß auch gar nicht, wo man hier hinläuft. Ja, die Altstadt macht so einen großen Eindruck. Links, rechts, überall sind Leute, überall sind Läden. Also wirklich eine große Innenstadt hier und wirklich überall Shoppinggeschäfte. Wir sind jetzt am Hauptplatz Piazza Unità d'Italia und der Platz schaut schon echt nice aus. Also das muss ich schon zugeben. Schaut mal an. Also nicht unbedingt wegen der Seite, aber wegen dem Gebäude hier. Wegen dem Brunnen da und so weiter. Und hier auch. Aber ich muss ehrlich gestehen, der Vibe am Kanal gefällt mir ein bisschen mehr. Also hier ist schon viel los, der Platz ist schon groß, aber am Kanal war es schon ein bisschen schöner, muss ich sagen. Als nächstes werden wir uns Italy anschauen. Also Eat, nicht It, sondern Eat und dann Italy. Also gibt es in München tatsächlich auch. Ich glaube, das ist schon ziemlich touristisch und keine Besonderheit, weil ich es halt schon kenne. Schaut euch mal diese zwei großen Kreuzfahrtschiffe an. Also mein Fall wäre es nicht, aber wem es gefällt, der soll es ja machen. Das erste hier und da das zweite. Also ich kenne sowas nicht. Ich würde mich da wirklich eingesperrt fühlen. Und ich mag es da lieber auf dem Land sein. Und für mich wäre es dann langweilig. Ich stelle es mir so vor, dass man echt nur rumliegt und vielleicht ab und zu mal im Pool geht. Und ja, eigentlich wie ein Gefangener. Und man bekommt alles präsentiert und man muss eigentlich nichts von alleine machen. Das Italy ist eigentlich nicht weit vom Zentrum. 5 Minuten zu Fuß und hier sind wir schon. Gehen wir mal rein und kaufen mal ein. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen gekauft, aber die sind nicht die Rede wert. Das Einzige, was ich euch zeigen will, was ich mir unbedingt gekauft habe, ist das hier. Nocciola. In dieses Produkt habe ich mich wirklich verliebt. Deswegen habe ich mir so eine große Packung davon geholt. Es schmeckt so lecker. Ich habe immer die Eissorte auch genommen. Und das will ich unbedingt in Deutschland dann essen. Und da werde ich mir vermehrt was holen. Kannte ich tatsächlich gar nicht. Aber jetzt habe ich mich direkt in das Produkt verliebt. Wir haben jetzt hier im Restaurant Al Barcolo gegessen. Da gab es, sie hat es selber italienische Tapas genannt. Haben richtig gut geschmeckt. Ehrlich gesagt, das hat mir besser geschmeckt als das gekochte Essen. Zwar immer kleine Häppchen gewesen, aber es macht schon satt. Insgesamt war es nicht so teuer. Ich fand, es hat wirklich super geschmeckt. Also das war wirklich ein Volltreffer, dass wir das hier gefunden haben. Am Abend werden wir uns dann wieder Pizza holen. Aber hier die italienischen Tapas 1A. Das war es jetzt hier aus Triest. Ich muss ehrlich gestehen, die Stadt ist schon besser als Udine. Muss ich ehrlich so sagen. Also sie ist schon viel größer, obwohl Triest auch nicht so viel Einwohner hat, 200.000. Aber man merkt halt schon, dass es eine Großstadt ist und dass hier viel mehr Touristen sind. Es ist schon viel mehr los. Man kann auch draußen sitzen. In Udine gab es nicht so viele Möglichkeiten, draußen zu sitzen. Aber andererseits sind auch sehr viele Touristen da. Das muss man auch sagen. Wenn ihr es lieber lokal haben wollt, dann ist Udine schon ein gutes Ziel. Aber wenn ihr eher den Trubel haben wollt, natürlich das Meer, das gibt es auch hier, dann ist Triest schon eine Option. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Triest war auch ein Tick teurer. Also in Udine waren die Unterkünfte viel günstiger. Es ist ja Feiertag und alle haben ihre Preise hochgeschoppt. Und in Udine war es eigentlich okay. Ich habe sogar mit Leuten hier aus Deutschland gesprochen und die haben mir erzählt, die haben mein Vermögen gezahlt für ein paar Nächte hier, weil halt alle den Preis hochgeschoppt haben, weil Feiertage sind. Und da bin ich doch froh, dass ich in Udine war, auch wenn natürlich die Autostrada hier in Italien nicht günstig ist und ich musste natürlich auch hierher fahren. Aber andererseits, ich kann ja immer wieder zurück nach Triest. Ich denke auf jeden Fall, das ist so eine Stadt, wo ich mal ein verlängertes Wochenende wiederkommen würde. Ihr habt ja vieles in der Nähe. Ich habe ein Video gesehen, da hat ein Mädchen gesagt, boah, Lake Bled ist
ist super, ist eine Sehenswürdigkeit hier in der Nähe, aber vergesst es. Ich war auch in Legbed, es sah schön aus, aber ihr müsst gar nicht so weit fahren. Ihr habt hier Istrien, ihr habt das Meer, ihr habt hier Slowenien, ihr habt hier Piran, ihr habt Portoroš, ihr habt Poreč, Rovinj, das ist alles nicht so weit. Ja? Mit dem Auto könnt ihr dahin fahren. Natürlich könnt ihr auch nach Legbed fahren, aber wenn ihr im Sommer hier schon seid, dann schaut euch die Küste an. Ja, also was gibt Schöneres als die Küste? Vor allem Istrien ist ja super schön. Von dem her, das war's von unserem Kurztrip oder beziehungsweise Tagestrip hier in Triest. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.